Mir habe gemerkt, dass der Verkauf von der Schülerzeitung immer mehr ruf geht, weil gedreckte Medien, die sind in general immer mehr ruf. Und dann habe ich gedacht, ja, wie könnte man das dann eben verändern? Und dann kommt der Gilles mit seinem Defi, nicht ja, am seinem Defi ein App für Lützebusch gemacht mit Frauen, eben mit Quiz und so. Und dort habe ich viel geschlagen, ein App zu machen. Am Anfang habe ich es ganz lange drauf geschafft. Also, wir haben am ganzen 10 Monate gebracht, für das App ganz zu entwickeln, bis heute, also mit der allerletzten Version. Das nicht, dass ich einfach an das dann länger nicht möchte. Also, wenn ich die Idee ganz, ganz klar am Kopf hat, da geht er dann länger nicht. Aber wenn ich nur, zum Beispiel, wenn ich so grob weiß, was ich will dran setzen, dann ist es, da braucht es viel mehr lang. Also generell braucht das auch so 10 Monate, ein Jahr, für ein richtig gut abzumachen. Wir wollten nicht nur abstellen, als dass ein offizieller Start, also Startswand schläft. Die generellen Kategorien waren eigentlich ein Marketing. Also wie man eben haut war ja durch den offiziellen Start, wie man eben haut eben gerieren. Dann der künstlerischen Teil eben, wie eben die Logo ausgesehen und Buttons. Dann der finanziellen Teil, ob man Subventionen kriegen und wie man Subventionen kriegen. Und eben auch, hauptsächlich auch einen ganz großen Teil, technischen Teil, eben Mamschil, den auch eben da sein App kommt bauen. Und eben auch der fünften Teil, das war eben die Inhalte. Also die Inhalte sind ganz wichtig. Wir werden eben auf die App alle möglichen Artikel in Dropholen, wie zum Beispiel eben die Hauptartikel von der Schülerzeitung, die dann alle Trimester rauskommt, und aber auch kleine News, Gossip und eben die wichtigsten Events. Eine App war sich nie fertig. Also, das ist auch der Sinn von einer App, dass immer drin weitergepasst wird, neue Features und so weiter. Ich habe schon die Vierreiter von der App schon ausprobiert und war mir ganz praktisch, wenn einmal die Profen absent sind. Und ich denke, nur wo sie perfektioniert, ging das, also wirklich nützlich. Ich habe keine Ahnung, also brauche ich einfach keine App. Also, ich weiß, dass du darüber so Sachen sind, wie die Absenzen oder so. Bei der Lise geht es, mir weiß ich auch nicht. Ich fand eine gute Idee, aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich merke, es werden schon viele Leute darauf lösen. War das der nächste Projekt, der noch steht? Ich habe mir schon überlegt, so etwas Ähnliches wie Facebook oder Twitter zu machen. Aber viel mehr einfach und mehr konzentriert, auf was dich interessiert.